Willkommen in Gellerts feiner Literaturecke. Heute möchte ich Ihnen einen Wiener Theaterautor ein bisschen näher bringen, der in der letzten Zeit vielleicht ein bisschen auch vergessen worden ist. Vor allem wird er in den deutschen Landen nicht mehr gespielt und in Österreich auch nicht, obwohl er sozusagen zu den Nationaldichtern dieses Landes zählt. Er ist neben Johann Nestroy einer der großen Vertreter des Wiener Volkstheaters im 19. Jahrhundert. Die Rede ist von Ferdinand Raimund. Ferdinand Raimund war Zuckerbäckerlehrling. Er hat im Burgtheater die Zuckerbäcker-Sachen verkauft, hat sich dann fürs Theater interessiert und ist durch die Lande gezogen als Schauspieler. Nach Wien kam er und hat hier den Franz Moor gespielt, im Theater in der Josefstadt. Und das ist wahrscheinlich für alle, die seine Stücke kennen, ein bisschen verwunderlich. Er hat dann später, wie er in das Theater in der Leopoldstadt gekommen ist, auch selber Stücke geschrieben. Er war dort Regisseur und er hat dieses Theater auch kurze Zeit geleitet. Stücke hat er ab 1823 geschrieben und das erste war der Barometermacher auf der Zauberinsel. Ein Stück, das sich im Wesentlichen nicht sehr von vergleichbaren Stücken anderer Wiener Theaterautoren dieser Zeit unterscheidet, aber er hat sich dann natürlich entwickelt. Und ich möchte, um so diesen Bogen heute zu zeigen, Ihnen auch aus dem Barometermacher den Auftritt des Bartholomäus Quecksilber, der auf eine wüste Zauberinsel verschlagen wird, den möchte ich Ihnen hier jetzt vorstellen. Was braucht man Barometer auf dieser Welt noch mehr? Ein jeder macht sich's Wetter, so wie's ihm gefällt, daher. Auf schön zeigt's bei den Reichen, bei Stutzern zeigt's auf Wind. Auf Regen steht das Zeichen, wo arme Schlucker sind. Bei Schönen in der Regel zeigt's auf veränderlich, auf Stürme bei dem Flegel. Und Schnee bedeut's für mich. Doch Schicksal, es ist schade, dass du mich verfolgst mit Gewalt. Solang der Gönner Gnade nicht auf dem Gefrierpunkt fällt. Also, das ist eine prächtige Profession, das Barometer machen, man kann verhungern, alle Tag. Hab ich, unglückseliger Mensch, aufs Meer müssen, um die wilden Völker des Erdbodens durch meine Kunst in Erstaunen zu setzen, und jetzt wirft mich das Schicksal auf diese Zauberinsel, wo ich noch nichts gesehen habe als ein paar Kanarienvögel oder was sie waren und einen Elefanten mit 3 Füßen. Na, die werden doch keine Barometer brauchen. Weil ich nicht zugrund gegangen bin, so ist wenigstens das Schiff zugrund gegangen. Bloß, weil ich Unglücksvogel drauf war. Die Matrosen haben schon von weitem diese Feeninsel verflucht, weil ein jedes Schiff scheitert, das in ihre Nähe kommt. Richtig war's so. Sie haben sich in einem Schinakel gerettet und ich habe mich an mein Barometer angehalten und bin daher geschwommen. Es war doch mein größtes Glück, dass ich den vorigen Sommer zweimal im Prater in der Schwimmschule war und zugeschaut habe. Da habe ich es abgespickt, sonst wäre es nicht möglich gewesen. Und just, ich bin so unglücklich. Da habe ich einen Busenfreund gehabt. Das war ein Rauchfangkehrer. Das war ein so schmutziger Mensch, im ganzen Gesicht voller Ruß. Und weil er Glück hat gehabt, ist er gnädiger Herr geworden, der sich gewaschen hat. Aber mir geschieht recht. Oh ja, mir geschieht recht. Meine letzte Amour, die ich verlassen habe, oder wie man in der hohen Dichtersprache sagt, der ich den Stecken gegeben habe, hat noch beim Abschied prophezeit. Oh, sagt sie, Bartl, sagt sie, dir wird's noch auskommen, sagt sie, Bartl. Ja, mein erstes Unglück war mein neuer Buchdrucker. Der lässt mir unglücklicherweise auf meinen Zetteln auf die Barometer überall den ersten Buchstaben aus.
Zum Beispiel statt kaltes Wetter lässt er das K aus, steht droben altes Wetter. So bei warmer Wind, armer Wind. Ich seh's nicht, verkauf's. Die Leute glauben, ich bin ein Narr, lass nichts mehr bei mir machen und kein Verdienst. Wie ich eine Weile im Wirtshaus nicht gezahlt habe und habe vom Kellner was begehrt, so ist der Barometer seiner Dienstfertigkeit aufs Hinauswerfen gestiegen. Und wenn ich mich nicht geschwind aus dem Staub gemacht hätte, so wäre er auf Schläg gefallen. Was war also zu tun, als mein letztes bisschen zu verkaufen und in die weite Welt zu gehen? Da stehe ich nun, allein und verlassen. Ein Fruchtbaum in der Wüste. Doch von all dem rauschenden Geleite, wer harret noch liebend bei mir aus? Dieser edle Magen, der einzige Schmarotzer, der mir die Ungelegenheit macht, treu zu bleiben. Just gibt er wieder eine Bittschrift ein, um was zu essen. Schicksal, Schicksal, wenn du eine Ehr im Leib hast, so lass mich nicht verhungern. Ferdinand Raimund hat nach dem Barometermacher sich in seinen Stücken aber immer weiterentwickelt und er hat auch etwas versucht, was im Volkstheater, im Altwiener Volkstheater nicht so üblich war. Er hat versucht, hier auch etwas die Kunst hineinzubringen, die Poesie und es nicht nur aufs billige Lachen anzulegen. Wie er das gemacht hat, das sieht man in der Entwicklung über die unheilbringende Krone bis hin zum Verschwender, wo die Geister dann in Versen sprechen. Und Ferdinand Raimund konnte sehr wohl schreiben, alles natürlich so, wie es in seiner Zeit eigentlich auch üblich war. Und was in seinen Stücken dann, in den späteren Stücken, aber auch schon im Mädchen aus der Feenwelt, der Bauer als Millionär ist der Untertitel, da kommen die Leute, die armen Leute, die von den Feen und Zauberern irgendwo abhängig sind, kommen in manche Kalamitäten. Der Fortunatus Wurzel, der hat zunächst Glück, dem wird vom Neid viel Geld zugeschanzt. Und mit dem kann er überhaupt nicht umgehen und er verändert sich auch charakterlich. Im Laufe des Stückes kommt er aber wieder zu sich selbst und nach einem Gespräch auch mit der Zufriedenheit sitzt der arme Fortunatus Wurzel, der alte Mann, sitzt auf einem Dach und singt das berühmte Aschenlied. So mancher steigt herum, der Hochmut bringt ihn um, trägt einen schönen Rock, ist dumm, weiß wie ein Stock, von Stolz ganz aufgebläht. O Freundel, das ist öd, wie lang steht's denn noch an, bist auch ein Oschenmann, ein Oschen. An Ocean. Ein Mädchen kommt daher, voll Brüsseler Spitzen schwer. Ich frag gleich, wer sie wär. Die Köchin vom Traiteur. Boxt mit der Schönheit ein, gehst gleich in die Kuchel hinein. Ist denn die Welt verkehrt? Die Köchin kehrt zum Herd. An Ocean. An Ocean. Doch vieles in der Welt, ich meine nicht etwas Geld, ist doch der Mühe wert, dass man es hoch verehrt. Vor alle braven Leute, vor Lieb und Dankbarkeit, vor treuer Mädchen Glut, da zieh ich meinen Hut. Kanoschen. Kanoschen. Die wohl
berühmteste Figur in den Stücken von Ferdinand Raimund ist der Valentin im Verschwender. Diener, ein gelernter Tischler, der eigentlich sich des Lebens freut, ein bisschen naiv ist, ein bisschen leichtsinnig. Da ähnelt er seinem Herrn, der ja, wie wir wissen, alles verliert, bevor ihn die Geister, die guten Geister, zum Ende des Stückes doch wieder mit dem Geld, das er so freigebig hinausgeschmissen hat, mit dem beehren sie ihn, das schenken sie ihm, und da hat er wieder seine Existenz wiedergefunden. In der Zwischenzeit ist der Valentin Tischler geworden mit seiner Rosel, hat Kinder, und nach einem Gespräch mit der Rosel sinniert er vor sich hin. Und das ist das berühmte Hobellied, das eigentlich auch ohne Musik sehr gut funktioniert. Da streiten sich die Leute herum, oft um den Wert des Glücks. Der eine heißt den anderen dumm, am Ende weiß keiner nix. Da ist der allerärmste Mann, der andere viel zu reich. Das Schicksal setzt den Hobel an und hobelt's beide gleich. Die Jugend hört stets mit Gewalt in allem glücklich sein. Da wird man nur ein bisschen alt, so fügt man sich schon drein. Oft zankt mein Weib mit mir, oh Graus, das bringt mich nicht in Wut. Da klopf ich meinen Hobel aus und denk, du brummst mir gut. Zeigt sich der Tod einst mit Verlaub und zupft mich, Brüderl, komm. Da stelle ich mich am Anfang taub und schau mich gar nicht um. Da sagt er, lieber Valentin, mach keine Umstände, geh. Da lege ich meinen Hobel hin und sage der Welt Ade. Bis daher kennt man das Hobellied, so wird es auch in den Aufführungen immer wieder gespielt. Wer die Stücke von Ferdinand Raimund genau durchliest, findet aber da noch das, was es bei den Couplets immer wieder gegeben hat, die Repetition, die sogenannte. Das heißt, das Couplet ist aus, der Schauspieler kommt wieder und singt noch eine Couplet-Strophe. Diese Couplet-Strophe, wenn Sie sie jetzt hören, werden Sie wissen, warum es in der Praxis praktisch nicht gespielt wird. Ein Tischler, wenn sein Wahr gefällt, hat manche frohe Stund. Das Glück ist doch nicht in der Welt mit Reichtum bloß im Bund. Seh ich so viel zufriedenen Sinn, da flieht mich alles weh. Da leg ich nicht den Hobel hin, sag nicht der Kunst Ade. Ferdinand Raimund war ein unglücklicher Mensch. Er hat sich vor Krankheiten gefürchtet, er war ein Hypochonder. Das ging bei ihm dann schon ins Pathologische hinein. Und er wurde von einem Hund gebissen in Gutenstein im Jahre 1836. Und das hat ihn so zugesetzt, dass er sich mit einer kleinen Pistole in den Mund geschossen hat. Und nach längerer Zeit des Leidens ist er dann im September 1836 gestorben. Und im August noch hat er das letzte Lied geschrieben, ein Gedicht, den
Neben seinen Stücken hat er auch immer wieder Gedichte verfasst. Das letzte Lied, Gutenstein, August 1836. Phoebus lenket früh die Zügel abwärts zu der Ruhespur, denn es schwingt die feuchten Flügel schon der Herbst auf unserer Flur, die gefallenen Blätter rauschen, schmückend noch des Baumes Fuß, Gluten, die mit Kühlung tauschen, strahlen ihren Abschiedsgruß. Stille ist es in den Lüften, fern der leichten Sänger Schar. Einsamkeit tritt aus den Klüften, die dort angefesselt war. Ach, es bringen ihre Spuren uns die grauen Nebel schon, und auf menschenleeren Fluren steigt sie auf den öden Thron. Doch nur mir bringt sie Entsetzen, weil mein Herz sie suchen muss. Meinen Frieden zu verletzen, reiche ich ihr den Bruderkuss. Strahlen sehe ich verblinken, die der Abend kaum gebar. Auch in mir muss untersinken, was einst meine Wonne war. Grünen sah ich euch, ihr Hügel, meinem Hoffen wart ihr gleich. Doch die Göttin schwang die Flügel treulos fort von mir und euch. In des Lebens Sommertagen sinkt die Freude mir in Nacht. Und nur ihr will ich es klagen, was so elend mich gemacht.